So, und wir warten auf ein Zufallsgefecht. Nochmal mit der Schliefen. Wisst ihr, was, an was mich die Schliefen immer erinnert? Die Schliefen erinnert mich immer irgendwie daran, als wenn du als Scharfschütze mit der Schliefen schießen müsstest. Das ist echt, das Ding ist so beeindruckend. Aber dafür triffst du eben halt ganz viel rundherum. Und das ist ja auch irgendwie irgendwas. Ne? Also von daher, lächeln. Ja, Schliefen, oh, eine Nachimov dabei, eine Vermont, aber oh, da müssen wir richtig aufpassen, oh, da müssen wir richtig aufpassen. Ja, es ist jetzt nicht so die Ecke für, ich fahre mal in die Secondary rein, absolut nicht. Wir können auch hoffen, dass wir irgendjemanden kriegen mit der Secondary, das haben die an... Ein U-Boot haben wir auch noch, ein Achter zum Glück nur, eine Kita, eine Shima. Dann haben wir noch ein Albemarle, ja. Aber den Rest mit den Schlachtschiffen brauchen wir nicht zu duellieren. Also jedenfalls nicht auf ich stehe direkt neben dir. Also da brauchen wir uns wirklich nicht duellieren. Das wird jetzt zum echten Problem. Aber wir schauen mal. Wir denken einfach mal positiv. Ja? Fällt mir auch gerade auf, ich habe bei Forza auch noch nicht mal einen Bonus abgeholt. Und dann müsste es heute, bei Forza müsste es heute eigentlich auch ein Update geben. Forza Horizon. Von den Nachimorph ist natürlich echt übel. Ja, schade, den Kurfürsten hätte ich jetzt gerne hier gehabt. Aber ich habe natürlich die Vermont hier. Oh, nee. Habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Die Cataluna fährt schon weg. Die Bourgogne zum Glück auch. Die Dings fährt aber hier rüber. Aber die Albemarle ist hier immerhin. Und die Shima ist auch hier. Das ist doch schön. Ja, wenn man jetzt ein Schiff hätte, was Reichweite hat, ne, dann könnte man ja mal auf die Nahrung aufschießen. Ne? Ah, ne. Okay, die Vermont hat einen gebraten gekriegt, das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, aber trotzdem hat die Vermont auf mich geschossen, oder was? Ich glaube, es hackt. Naja, wer will schon hier so ein Secondary Monster haben? Die Albemarle hat ihren Flieger gesetzt. Ich brauche noch 52 Sekunden, bis meine Torps ready sind. Das ist nicht wirklich schön. Die Shima fährt da rum. Können wir schon mal die Secondary draufsetzen. Wobei jetzt im Moment, das ist die andere Bloody. Oh, 1500 Meter, so läppert sich das halt auch mit dem Schaden, ne? Das ist leider nicht mehr offen. Ich dafür noch. Hat nicht so viel gebracht. Mal, was hast du für Jobs eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas keine, die mich wirklich beeindrucken. Extra verrissen. Jetzt ist leider das Secondary raus. Aber das ist auch nicht so schlimm, ja, dann schießt man nochmal auf mich. Alles gut, einfach mal. Viel wichtiger ist gleich erstmal die Vermont. Auch wenn sie eine King of the Seas Tarnung hat. Ja, das hat natürlich jetzt echt wehgetan. Ja, wir heilen mal. Schade eigentlich. Hiroshima schon im Eimer? Ne, Hiroshima nicht, der andere Zerstörer ist im Eimer.
Ich hätte gerne mal einen Brand. Aber nicht mit der Schrotflinte. Ah, da stehe ich aber wenigstens passend dafür. Alles super. Alles super. Das hätte mich übler erwischen können bei der Mond. Das hätte mich übler erwischen können. Trotzdem wäre ich natürlich dankbar dafür, wenn die Kita jetzt trifft. Die ist jetzt echt 20 Kilometer da weggefahren. Das Problem ist, ich muss mal unsichtbar werden. Ich habe keine Lust, jetzt quer zu ziehen, wenn die Vermont da steht. Drei Torps im Rennen. Boah, super, 750 auf der Armee gesetzt. Boah, die erste Ladung gar nicht getroffen, doch getroffen. Das ist super. Die zweite Ladung hat nicht getroffen. Scheiße. Jetzt aber komm. Zünd sie an. Nicht mal getroffen, okay? Gut, aber erledigt das Thema. Ja, Secondary Treffer werden jetzt, glaube ich, eher nichts. Und im Moment sieht es aber ziemlich gut für unser Team aus. Alba mal. Achso, nee, der hat nur mein Knödeldödel. Die ist nicht erreichbar, aber sie hat meinen Secondary Knödel. Was ist denn noch eine Alba mal? Ach, ein Engländer. Ich wusste das jetzt nicht mehr so genau. Da, die Bourgogne ist auch schon fast runter. Ja, jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir beim letzten Mal hatten. Da komme ich nur leider nicht ran. Wir haben drei Caps. Mehr können wir uns gar nicht wünschen. Och Mann, incomparable. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Fährt weg. Das ist eine fast volle Bloody. Ja, na klar, fährt die dann. Also ein bisschen aufpassen hier. Jeder hat eine bessere Reichweite als ich, aber die Bloody. Gut, da hat er stehen bleiben. Das ist gar nicht mal das Verkehrteste, oder? Die führt leider zurück. Oder heißt zurückfahren? Ne, zurückfahren heißt bitte so fahren. Ich bin nicht offen. Anzünden tun wir mit dem Ding echt gar nichts, ne? Wir wechseln mal auf Dings. HP, es hilft ja nichts. Jetzt bin ich offen kurz. Ja. Knapp, aber wir haben die Führung übernommen. Ah, die zünde ich dann an. Ja, super. Die zünde ich dann an und unser Schema ist gestorben. Scheiße. Shitten bitten. Das wird nicht viel mehr erreichen. Doch, hat ein bisschen was erreicht. Ich muss ja auch wegfahren, weil da hinten kommt die Bourgogne. Mit der lege ich mich besser mal nicht an. Da
steht ihre Income. Ne, ihre Allgemeine ist das. Ist Geschichte. Ist Geschichte. Sehr schön. So, damit haben wir das Problem auch schon beiseite geschafft. Jetzt haben wir da aber, wie gesagt, die Bourgogne, das ist. Oh, die nachgeheilt, ey. So, ich bin offen durch die Fliegerhasse. Cool, der zieht er gesetzt mit der Schrotflinte. Cool. Der Gornia fährt natürlich weg. Na komm, komm noch ein bisschen rum. Das wird nicht viel bringen, aber. Da ist die Nahme auf 3400 oder behalten. Das ist dafür, dass das Schiff 20 mal so stark ist wie ich, ist es gar nicht mal so schlecht. Ich versuche halt abzuhauen jetzt. Die Nahme fährt aber genau dahin, wo wir sie haben wollen. Immerhin 2200 mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder wie war das? Wie war das? Wow, 6000 Besetzer. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Okay, die Nachimov wurde gerade von wem vernichtet? Slava hat die Nachimov vernichtet und die Nachimov hat die Slava vernichtet. Auch nicht schlecht. Schöner Tausch. Jetzt habe ich nur 8. Wir gewinnen und ich habe nur 78.000 Punkte. Das ist natürlich jetzt auch kacke. Und ich bin jetzt extra hier rüber gefahren. Kriege ich irgendwann einmal die Chance, das Bild zu schießen? Nein, natürlich nicht. War sinnlos, aber die ist ja geregelt. Ne, die ist jetzt dann habe ich doch hat geregelt. Schade drum. Hätten 3 Punkte mehr sein können. Das war jetzt nicht so. Aber ich hätte eigentlich mit Haus hoch verlieren gerechnet. Also von daher war es dann auch wieder gut. Ja, schöne Runde, hat Spaß gemacht. Ich danke fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis denni.